unter Druck setzen lassen, egal was passiert. Das ist das ist so das größte Problem bei den meisten Filmen, dass man sich einfach selbst unter Druck setzt, da steht jemand, Leute gucken. Jetzt können wir noch das Bild verändern, jetzt können wir es noch gestalten. Also jetzt konzentrieren und erst, wenn wir sagen, jetzt passt, dann machen wir weiter. Wir brauchen noch keine 1000 Bilder, wir brauchen ein geiles Bild, aber später richtig bam bam. Das sieht ein bisschen dunkel aus. Da sind wir gerade. Fast 80 Minuten Verspätung. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Location und können nachher rennen wie die Blöden. Ich freue mich voll drauf, deswegen trinke ich mein Energy-Wasser. Damit ich nachher flitze wie Asterix. Aber ich habe einen ganzen Koffer, wo ich noch schleppen darf. Also der Rucksack halt und dann geht nachher die Post. Wann beginnt unser Vortrag? Keine Stunde. Fast eine Stunde, ja. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja erst eine Stunde dort. Achso, okay. Hey Leute, hi, wir sind gerade beim Shooting und ich habe ein ganz besonderes Modell hier gerade im Atelier. Weltweit unter den Top 10 Doubles. Also, ich gucke hin und es ist echt unglaublich. Ich zeige euch das am besten einfach mal. Ich zeige euch als erstes mal, um was es überhaupt geht. Es geht um diese Person hier. Ihr kennt es, Fluch der Karibik, Jack Sparrow. Und jetzt schaut mal hier. Gilt's? Das Geile ist, er spricht sogar Deutsch. Yeah, absolut original, bis in das letzte Accessoire, absolut crazy und wir werden jetzt erstmal ein bisschen fotografieren. Bis dann. Kopf ein bisschen gerade. Ja. 3, 2, 1. Und noch ein bisschen mehr Licht. 3, 2. Ja, einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. So, Gabor. Das ist polarisiertes Licht. Ich bin hier gerade mit Gabor und meinem Schwager Ati, dem besten Musiker überhaupt hier in meinem Garten. Und wir sehen scheiße aus. Und wenn ihr euch wundert, warum die so aussehen, warum seht ihr so aus? Das ist normal hier, man muss sich umziehen. Wenn man sich kommt, muss man sich umziehen und dann wird man fotografiert und das wird dann verewigt in das Familienalbum von euch. Eigentlich sind wir am Set für den nächsten Spot für den Christopher Street Day 2013. Oder so, aber ich dachte, das ist die normale Presse. Ja, erzähl mal Gabor so ein bisschen was für die Fanwelt. Lecker Essen. Komm, zeig uns mal das Essen. Ich geh mal mit der Kamera. Es gibt Chips. Hallo, Chips. Chips. Es gibt Kuchen da hinten. Und dann hinten ist eine kleine Küche, das ist getretet. Da gibt es aber später Eis drin, gell? Ja, und Reis kochen, die Blöde. Also ich glaube, so ein Reisknödel. Ja, es sind sehr viele Asiaten hier. Ja, ja. Ich verstehe gar nichts hier. Nee, kannst du noch nicht laotisch? Das ist voll angenehm so. Man versteht halt nichts. Okay, live from the garden party. So, wir sind gerade in Köln, wunderbares Wetter im Taxi, jetzt auf dem Weg zur Location nach 74 Minuten Verspätung und jetzt bin ich mal gespannt, ob man rechtzeitig ankommt. Hey Leute, hier ist der Kelvin, alles klar. Neben mir der Gabor und wir sind gerade auf dem Weg nach Köln ins Flash Gym. Das Studio kennt ihr bestimmt hier von Kollob und Gerst, wo die auch drin sind. Und dort werden wir
mit Adobe zusammen. Oder Adobe produziert da die Photoshop direkt Folgen. Und da bin ich jetzt eingeladen als Gast. Wir haben uns für das Auto entschlossen, weil es noch viel zu besprechen gab. Massenshoot! Es gab einiges zu besprechen und deswegen haben wir das Auto gewählt. 3 Stunden Fahrt etwa. Im Zug kann man nicht so viel quatschen, das ist ein bisschen doof. Ja, heute nach Köln und für den Rest der Woche sind wir dann da. Ne, übermorgen geht es dann in die Schweiz, genau. Zu einem Workshop ja, in der Schweiz, da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt erstmal Köln. Bis dann. Warm. Wir machen uns warm hier, bevor es mit Personal Coaching losgeht. Oh, es ging alles schon mal besser früher. Leider klappt es jetzt nicht mehr. Oh, Gabo, komm, komm. Und nicht so schön. Oh, geht nichts mehr, ey. Voll schlecht geworden, ey. Was machen? Animationstechniken. Das wäre unkontrolliert nicht mehr möglich, aber auch das geht in Edge. Weil die Zeit ist da nicht so. Das heißt, man baut die entsprechenden Sequenzen und kann jetzt so eine Art. Ja, so eine Art. So, hi Leute, jetzt gerade Online-Schulung vorbei, es ist jetzt ungefähr 22.30 Uhr. Manchmal wird auch länger gearbeitet, es muss auch mal sein. Dafür schlafe ich morgen früh dann wieder länger. Und ich hatte jetzt gerade eine Online-Schulung über Adobe Connect. Nochmal vielen Dank an die ganzen Teilnehmer. Das wollte ich jedenfalls auch nochmal an dieser Hollywood Uncut-Folge loswerden. Nicht nur jetzt für die letzte Abendschulung, sondern für die ganzen Leute, die immer meine, bei den Online-Schulungen dabei sind. Wir haben heute auch wieder sogar ein paar aus den Staaten dabei. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das macht und ich habe jedes Mal viel Spaß und da fällt es mir überhaupt nicht schwer, sowas zu machen, obwohl hier heute zum Beispiel auch Vatertag ist, völlig egal. Hat richtig viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank. Es ist eh abends oder es ist eh so voll ruhig hier, alles ganz entspannt und so weiter. Und jetzt geht's nach Hause. Und da meine Familie schon schläft, werde ich jetzt noch ein bisschen PlayStation zocken, Modern Warfare 3. Und da gucken wir mal, wer online ist, wen wir abballern können. Hey, ich sag mal, Kollege, Mann, wir sind nicht zu Hause. Und zwar der Test war zu Hause. Du wolltest die Rezeption. Nee. Oh, Scheiße. Nee, noch gar nicht. Ja, aber schon. Aus deinem Kahn. Das ist es. Genau, und der Gesichtsausdruck, super. Bleib so. 3, 2, 1. So. Mann. Finde ich geil. Hi, hier ist der Kelvin. Wir haben gleich ein Personal Coaching für 2 Workshop-Teilnehmer. Unser heutiges Model, The Breakdance in Jackie Chan. Und der zeigt euch jetzt mal ganz kurz, was er kann. Auf die Musik Breakdance. Hey, mit dem Feuer. Da ist die Tanzfläche. Aber das muss ich umziehen. Ey, hey. Ich hab die Kamera angemacht, der hat eine Ansage gemacht. Ey, Alter. Wir müssen wenigstens ein paar Grundmoves. Oh shit. Warte jetzt. Voll und der Trommel. Das ist Dubstep, du weißt schon, ne? Das ist was anderes. Wir sind nicht anspruchsvoll. Das war okay. Nur Vorspiel. Das war nur Vorspiel, sagt er. Hey, okay. So sieht also dein Vorspiel aus. Weißt ja, du, genau. Irgendwo so mit einem Girl at home und dann auf einmal. Das ist nur mein Vorspiel, so beruhigt dich. Genau. Wir sind ja gerade in Köln. Hier ist gerade Highlight, voll viel Stress.
Aber wir lassen uns nicht stressen. Und werd mal auf einer leeren Ebene einfach mal einen Kreis mit 50% grau füllen. Wer jetzt sagt, schon keine Ahnung, wie das geht, gehen wir zu schnell, brauchst du mitmachen? Vor- und nachher Vergleich, ob das alles so passt. Ich mache hier mal hier die Nase. So, Moment. Hallo. Schweinchen. Oh, was riecht denn hier so gut? Oh, das ist der Kelvin. So, wir sind gerade im Taxi hier mit Gabor Main. Das Wetter ist schön, die Musik ist klasse. Oh, sehr hell da draußen gerade. Oh yeah. Oh yeah, come on. Oh. I feel bla bla bla. Yeah, holding on. Und ich wette, dass der Gabor in wenigen Sekunden die Tür reinkommt, weil er immer pünktlich ist. Haha! Oh yeah, come on. Oh oh, das wird knapp, Gabor. Das wird knapp. Achtung! Oh oh, gleich schaltet die Tür. Oh oh, ist schon 9 Uhr. Oh shit. Oh shit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's auf Video. Er ist zu spät. Oh yeah, 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 yeah. Warte. Sind wir noch 9 Uhr? Noch ist er pünktlich. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Das ist Spannung pur. Wann schaltet's um? Die Uhr. Und? Schafft das noch? Oh, da